dann wörtlich gesagt, lass mich mit so einer Scheiße in Ruhe. Originalton, CDU, Spitzenfunktionär bei dieser Befragung. Das heißt, für ihn ist sowohl der Bezug auf das Grundgesetz als auch der Bezug auf das Gewissen, das Herr Ostbar plötzlich für sich entdeckt hat, etwas, was für ihn nur Müll ist, was er ablehnt, von dem er nichts hält, mit dem er nicht behelligt werden müsste. Das ist das, was man eigentlich bezeichnen könnte als einen Faschismus im bürgerlichen Gewande. Das, was wir hier sehen, ist eine CDU-Junta, die an der Spitze, das gilt für die anderen Parteien natürlich gleichermaßen, ihre Leute auf Linie bringen will und ihre Leute auf Linie bringt. Und das auch dem Bürger, und da lohnt sich mal das Hinhören, und das wäre dann bitte der nächste Film, auch ganz offen erklärt, dass der Bürger nicht zu erwarten hat, dass er von dieser Partei die Wahrheit erfahren kann. Die zweite Regel lautet, wir brauchen keine Banken, die ihre Geschäfte an der Realwirtschaft und am Sparer vorbeimachen, sondern wir brauchen Banken, die das edle Geld des Sparers vernünftig und produktiv anlegen und damit der eigenen Wirtschaft helfen. Das ist ihr Auftrag, zu dem müssen sie zurückgebracht werden. So ist es. Dieser Auftrag wir wollen kann die national D-Mark erfüllt werden. Er muss national erfüllt werden. Und das schwächste Glied in dieser Kette ist eine intereuropäische Gemeinschaftswährung wie der Euro. Denn der Euro verleitet alle Euro-Staaten dazu, zulasten anderer Geschäfte mit der Inflation zu betreiben. Deswegen, so leid es mir tut, führt kein Weg aus der Auflösung des Eurosystems zurück. Wir brauchen wieder nationales Geld. Als der frühere Bundeskanzler Kohl und einige andere